neue Woche mit Liebe zum Business. Es ist jetzt Montag. Mein Wochenende war das unspannendste aller Wochenenden, denn ich saß wirklich nur an meinem Computer. Ich musste so viele Sachen machen, die unspannend sind, die ich aber unbedingt machen musste. Deswegen war das so höchste Priorität, denn ihr wisst ja so, habe ich ja letzte Woche erzählt, mein neues Ziel ist, besser organisiert zu sein und alles strukturiert zu haben. Deswegen musste ich das machen. Es gab keinen Weg dran vorbei. Deswegen haben wir auch im Grunde nichts Spannendes oder Vloggbares getan. Und ein weiterer Vorsatz oder eine Sache, die ich einfach ein bisschen mehr in meinen Alltag einbringen möchte, ist wieder mehr mit dem Fahrrad zu erledigen. Denn ich finde, man tendiert super schnell dazu zu sagen, ach, ich muss mal kurz einkaufen oder ach, ich muss mal kurz zur Post. Und dann nimmt man das Auto und ich möchte das einfach wieder mehr stehen lassen und sagen, okay, ich mache diese Sache mit dem Fahrrad, zumal ich auch einfach mehr Schritte am Tag machen möchte. Ich habe hier auf meiner Smartwatch so einen Zähler, wo ich immer gucken kann, wie viele Schritte am Tag ich mache. Und ab und zu, ganz ehrlich, bin ich richtig erschrocken und denke mir, wie bitte? Also man soll ja ungefähr so 10.000 Schritte machen. Und klar, ich denke, jeder von euch wird das kennen, wenn man viel am Computer sitzt oder einfach viel eine sitzende Tätigkeit hat, dann ist es halt schwierig, irgendwie 10.000 Schritte zu machen. Wundert euch nicht, dass ich schon wieder halb im Fenster liege, ihr wisst ja. Licht und so. Und deswegen nehme ich das jetzt auch zum Anlass und schwinge mich auf mein Fahrrad, denn ich habe ein Paket, was ich abholen muss und das ist schon mal der beste Weg rauszukommen und einfach sich zu bewegen. Das ist jetzt ein Witz, ne? Ich dachte, das wäre ein Paket und das ist ein normales Paket und dann war da noch meine ASOS-Bestellung, die riesig ist. Wie soll ich das mit dem Fahrrad mitbekommen? Ich zeig's euch. Also das ist das normale Paket und dann noch meine ASOS-Bestellung, die ungefähr halb so groß wie mein Fahrrad ist. Okay, dann machen wir das so und das unter den Arm. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe noch einen kleinen Umweg gemacht, damit ich noch mehr Schritte habe. Es spiegelt zu sehr. Naja, sagen wir so, ich bin von meinen 10.000 Schritten noch weit entfernt. Das Paket wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil da richtig coole Sneakers drin sind. Und mein ASOS-Paket, da wird es ein Haul geben. Und zwar am Freitag. Yay! Es kommt ein Freitagsvideo und da werde ich euch alles zeigen, was hier drin ist, denn da sind auch sehr viele Sale-Sachen. Und es ist einfach riesengroß, deswegen wird da ein extra Video zu kommen. Aber die Schuhe machen wir jetzt auf. Wenn ihr mir regelmäßig folgt auf Instagram oder Facebook, dann habt ihr das gesehen und ich war so in diese Schuhe verliebt. Und ich wollte sie unbedingt haben, dann waren sie aber überall ausverkauft in meiner Größe. Und dann dachte ich irgendwann, okay, vielleicht soll es nicht sein oder vielleicht passt es auch nicht zu meinen Sachen. Wobei ich mir dann überlege, ich trage eigentlich nur schwarz und blau, also passt es super. Aber jetzt vor kurzem habe ich sie wieder online gefunden, es gibt sie wieder. Aber ich habe mir dann doch spontan überlegt, eine andere Farbe zu bestellen. Und jetzt bin ich mega gespannt, ob das die richtige Entscheidung war. Das ist dieses Modell und ich habe Schuhgröße 41. Denn abgesehen von meinen selbstdesignten Tamaris-Sneakern und ja, ein, zwei anderen, habe ich gar nicht so viele normale Turnschuhe, also abseits des Sports. Oh mein Gott. Okay, es ist mal was komplett anderes für mich. Ich meine, wenn ihr meinen Style kennt, dann wisst ihr, dass ich sowas noch gar nicht habe. Sollen wir die mal anziehen? Ich meine, es passt jetzt überhaupt nicht zu meiner Sporthose, aber ich muss jetzt wissen, wie die aussehen. Also da mal so eben reinspringen ist jetzt auch nicht getan. Ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist jetzt einfach unmöglich aus meiner Sporthose. Ich ziehe sie morgen mal, weil ich gleich zum CrossFit gehe, mit einer normalen Jeans an. Und ich glaube, dann sieht es auch anders aus. Wir schauen uns das morgen nochmal mit einem richtigen Outfit an. Ich werde jetzt noch ein bisschen was arbeiten und dann fahre ich zum CrossFit. Ich weiß nicht, weil viele haben sich das gewünscht und ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr gefilmt beim CrossFit. Entweder filme ich heute oder morgen, je nachdem wie das Workout ist. Weil einige Workouts kann man besser filmen, andere nicht so. Deswegen schaue ich mal, wo ich euch besser mitnehmen kann.
gefühlt sehr schuhlastig heute. Ziehe ich jetzt meine Sportschuhe an und gehe zum CrossFit. Und los geht es. Natürlich auch wieder mit Fahrrad. Es regnet. Oh no. Bis hier. Ja. Schaut mal, da ist eine Bruno. Hi. Oh, guck mal, wie groß er geworden ist. Oh, die kleine süße Maus. Oh mein Gott. Ich sage so, ich merke meine Weihnachtspause. Denkt dran, wenn ihr fertig seid, wenn ihr 4 Runden gemacht habt, schaut auf die Uhr, Zeit merke, 10 Sekunden. Ich bin jetzt frisch geduscht und Monsieur ist auch zu Hause und hilft sogar beim Kochen. Oh, was ist passiert? Was sagst du, wie immer? Ja, wie immer. Er probiert sich immer so gut zu verkaufen. Und zwar machen wir Paleo Ananas Burger. Ich habe euch ja schon mal in einem Video gezeigt. Das verlinke ich euch hier oben mal in der Infobox. Da habe ich euch genau gezeigt, was ich gemacht habe und wie das geht und das Rezept und so weiter. Und darauf hatten wir sehr viel Lust. Schatz, so viele Ananasscheiben brauchen wir gar nicht, ne? Ich dachte, wir haben 4 Burger. Ja, aber dann brauchen wir... 8 Ananasscheiben. 2 mal 4 ist... Ja, komm. Tell me. Das sah so viel aus. Ananasfleisch habe ich angebraten. Patties sind auch fertig. Selbstgemachte Guacamole auch. Und das wird jetzt einfach geschichtet. Baby, baby, heat me up. Because I'm cooking for you. Oh, baby, baby, heat me up. I wanna make some love stew. You're burning me up. You're frying me up. You're crisping me up. You're baking me up. Das war sehr, sehr lecker. Schaut euch gerne nochmal das Video an, wo ich das genau gezeigt habe. Darf ich nicht? Ich darf nicht sagen, dass ich noch ein bisschen Hunger habe. Hunger!
Ja, dann mache ich dir erstmal was anderes zu essen. Danke. Und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Aus dem Morgen früh ist jetzt, wie spät ist es? 17 Uhr geworden. Was ist los mit meiner Stimme? Ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs und ich konnte leider nichts vloggen. Es tut mir leid, ab und zu geht es einfach nicht. Und mir fiel es auch unglaublich schwer zu laufen heute, weil ich so einen Muskelkater in meinem Bein habe. Es ist unglaublich. Man merkt wirklich, wenn man jeden Tag im Training ist, dann hat man ja quasi immer diese Belastung. Aber wenn man dann auch nur ein, zwei Wochen pausiert, dann ist es so, ich habe noch nie Sport gemacht und der Körper, der verzeiht einem überhaupt nicht. Deswegen bin ich eher so vorangeschlichen, so mit sehr viel Schmerzen. Aber gut, paradoxerweise mögen wir diesen Schmerz ja auch und fühlen uns gut, dass wir Sport gemacht haben. Und jetzt wollte ich euch ganz kurz genau meine Schuhe zeigen. Ich habe die gerade angezogen, die neuen von gestern, weil ich habe mir das Material nochmal angeschaut und dachte mir, das sah nicht so schick aus mit meiner Sporthose. Also jetzt nochmal mit einem Outfit und es gefällt mir auch schon viel besser, aber ich bin trotzdem auf euer Feedback. Ich fühle mich angewiesen auf euer Feedback, weil ich noch nicht 100% sicher bin. Seht ihr dieses kleine Teil? Nein! Achtung, ich zeige, was mir passiert ist. Seht ihr das? Dieses winzige Teil hat es scheinbar zusammengehalten, obwohl ich hier unten so ein Raster habe. Hier ist mein Akku drin, meine Speicherkarte. Oh nein! Nun gut, ich halte es erstmal so fest. Okay, mein Outfit. Meine Kette, wie immer. Dann ein Oversize-Pullover in einem Khaki-Ton. Wie immer schreibe ich euch alles auf, wenn ich das finden kann, online in die Infobox. Das ist am einfachsten. Dann eines meiner vielen, ich habe mehrere davon, von den schwarzen Skinnies mit den Schlitzen auf dem Knie. Und dazu dann die Schuhe. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Ich bin nämlich jemand, ich entscheide mich sofort. Entweder finde ich etwas richtig toll oder halt nicht. Aber hier bin ich so unsicher, weil das... Oh je. Aber man muss ja auch mal was Neues ausprobieren. Nicht wahr? Nicht wahr. Wie ihr seht, ist es um einige später. Ich bin jetzt in meinen bequemen Sachen. Ja, eigentlich wollten mein Freund und ich zum Sport gehen und Kekse backen für die Kollegen von meinem Freund. Aber ab und zu ist die Realität so, man hat einfach Sachen zu tun. Und ich will auch gar nicht Sachen machen, nur um sie zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist diese oder die nächsten Wochen einfach bei mir leider so, dass ich sehr viel am Computer sein muss. Und es tut mir super leid, dass ich euch da wirklich nichts Spannendes zeigen kann. Aber ich möchte auch nicht irgendwas faken. Ja, und deswegen sitzen wir hier gerade mit drei Computern. Und müssen halt blöde Sachen machen, die man machen muss, wenn man selbstständig ist. Ja, viele fragen mich immer, was ist da los? Ja, ich mache das alles für mich selber und deswegen ist es halt ab und zu ein bisschen viel und ich bin auch jemand, ich möchte immer allen gerecht werden. Mein Freund hilft mir da auch, wo ich super, super, super dankbar für bin. Und ja, das ist die Situation. Ich kann euch jetzt 5 Minuten lang einblenden, wie wir am Computer sitzen. Ich würde euch gerne spannendere Sachen zeigen, aber sind wir ehrlich, ab und zu ist das so. Ich hoffe, die nächsten Wochen ist das alles fertig. Und dann bin ich auch in Berlin 3-mal und da ist auch sehr viel Spannendes los und dann nehme ich euch überall mit hin. Willst du noch mal sagen? 50 Euro! Es ist irgendwie, die Stimmung ist jetzt gekippt. Oh, mein Freund ist kurz vorm Sterben. Guckt sich so Sachen an und sagt, was? Du kaufst den Lippenstift für 50 Euro? Und ich so, okay. Aber ich dachte, du wüsstest, dass du im Port Lippenstifte so viel kosten. Nein. Sorry, not sorry. Ausgeschnitten. Übrigens schwitze ich nicht, das ist meine Creme. Glow. Genau, mein Natural Glow. Wir sehen uns quasi in 2 Tagen wieder und dann wieder in 2 Tagen und dann ja auch. Also, ne? Alles gut. Und heute, wenn ihr das Video schaut am Mittwoch, werde ich auch die Person kontaktieren, die letzte Woche, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, wisst ihr, wovon ich rede, gewonnen hat. Also schaut in eure Nachrichten oder wenn ihr Instagram oder eher gesagt Snapchat habt, dann guckt da, da werde ich den Namen verkünden. Aber ich probiere euch auch per YouTube zu erreichen. Ab und zu klappt es nicht, weil die Nachrichten dann verschluckt werden und so weiter.
Also ich werde auf jeden Fall auslosen und danke für alle Kommentare. Dazu sage ich nächste Woche nochmal was. Ja, dafür habe ich jetzt gerade keinen Kopf. Aber nächste Woche sage ich was zu den Kommentaren, weil ihr alle herzallerliebst seid. Und dann möchte ich nochmal eine Sache adressieren. Aber dazu mehr nächste Woche. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und mein Freund verabschiedet sich von euch. Tschüss. Tschüss. Also habt einen schönen Tag. Bye.